Hallihallo, heute hier am 12. Juli 2020 auf der Baustelle. Auch heute hier war das ein relativ langer Tag. Ich hatte wieder Hilfe in Form von Papa und Schwiegerpapa, die fleißig mit mir hier Leitungen eingezogen haben. Wir hatten ja gestern diesen Schacht hier in die Betondecke gesägt, um die Leitungen dann eben nach unten einführen zu können. Und heute war dann der Teil oben auf der Betondecke eben fällig, wo wir jetzt die einzelnen Rohre zu den Bestimmungsorten geführt haben, beziehungsweise halt zu Orten, wo sie dann weiter verteilt werden können. Man kann das jetzt hier vielleicht so besser sehen. Wir haben hier an verschiedensten Stellen eben Gestänge aus dem Boden ragen und an dieses Gestänge eben eine Unmenge von Leerrohren gebunden. Diese Leerrohre haben halt alle irgendwie einen bestimmten Zweck, sind verlaufen dann zu den Bodentanks, wie gesagt, und werden dann in den Bodentanks zum Teil weiterverteilt, beziehungsweise da befinden sich dann Steckdosen und KNX-Komponenten und so weiter und so fort. Vielleicht kann man das jetzt hier so besser sehen. In der totalen, wir haben jetzt hier eben, ich glaube, 30, 35 Leitungen verlegt. Das sollen mal 40 werden, das heißt, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Aber allein das kann man schon sehen. Je näher man sie zum Technikschacht kommt, umso dichter wird es natürlich. Hier aus der Entfernung könnte man jetzt meinen, ja, ist gar nicht mal so viel. Aber das akkumuliert sich halt. Das sind hier 6, dann hier 4 und da nochmal weitere 12 oder so. Und wenn man dann zum Technikschacht hingeht, kommen auch noch aus anderen Richtungen Kabel oder Schläuche und Leerrohre. Und all das verschwindet nachher im Boden hier. Und überall dort, wo eben diese Stangen herausragen, befindet sich dann, werden diese Schläuche oder diese Leerrohre eben aus der Betondecke herausschauen und werden dann auf dem Rohfußboden eben zum eigentlichen Bestimmungsort geführt. Hier mal eine solche Konstruktion aus der Nähe. Wir haben hier eben eine Menge von Kabelbindern verwendet, einfach weil sich das als zeitsparendste Option herausgestellt hat, noch ein bisschen herumtüfteln, auch mit Draht und so weiter. Und zwar haben wir hier Stangen gebogen im 90-Grad-Winkel weg, jeweils. Hier meistens zwei sogar, die sich irgendwie gegenseitig stützen. Also eine verläuft jetzt in diese Richtung weg, eine zweite in diese Richtung. Und so hält die Konstruktion, die ist dann halt mit Drähten irgendwie an der Bewehrung der Betonplatten fixiert oder auch hier mit Armierungsdraht. Teilweise haben wir auch hier Kabelbinder verwendet, was man hat gerade zur Hand hatte oder sich angeboten hat. Und dann hat man versucht halt hier, oder bringt man hier die Leerrohre an und versucht halt dabei, die Biegeradien irgendwie human zu halten, dass es jetzt hier keinen 90-Grad-Knick gibt, sondern dass diese eben relativ aus Sicht oder aus Einziehsicht daher dann gut verlaufen oder günstig verlaufen. Und auch hier eine ähnliche Konstruktion. All die Kabel und Schläuche sind hier gelabelt, zum Teil noch handschriftlich, weil das einfach am schnellsten von der Hand ging während den Arbeiten. Nachher, beziehungsweise da bin ich gerade dabei, habe eine Labelmaschine und werde das ein bisschen besser labeln. Einfach aus der Angst heraus, dass dieser Stift irgendwie nicht halten wird, beziehungsweise man da mit Wasser oder sonst was hinkommt und das verschmiert und verwischt. Und das kann man doch dann ganz gut lesen. Auch das ist natürlich noch nicht die finale Beschriftung, weil man die Schläuche dann nachher einkürzen muss. Also hier wird es zum Beispiel einen Bodenkanal, so einen Brüstungskanal geben. All diese Schläuche gehen dann in den Brüstungskanal und dann muss man die halt einkürzen und dann muss man die nochmal vernünftig labeln. Aber das ist dann für einen späteren Tag gedacht. Wir haben natürlich auch versucht, die Leerrohre vor Eintritt von Wasser und Schmutz, Dreck, Beton, Staub, alles was halt auf so einer Baustelle herumfliegt, zu schützen. Das haben wir getan, indem wir hier das ordentlich nochmal abgeklebt haben. Diese ganze Konstruktion wird ohnehin dann nochmal überstülpt mit Plastik und Folie. Und gegebenenfalls haben wir uns auch überlegt, das Ganze nochmal mit einem Rohr zu überstülpen, um das auch mal mechanisch noch ein bisschen zu schützen. Auf so einer Baustelle geht es eben doch recht rudimentär zu, gerade bei den Betonierarbeiten. Wenn dann hier der Beton Zentimeter hoch liegt und die Leute nachher mit ihren Gummistiefeln herumlaufen, um das zu den Beton eben zu rödeln, da wird keiner jetzt Rücksicht nehmen auf diese Konstruktionen und auf die Schläuche. Und ja, das wäre natürlich der Worst Case, wenn jetzt hier im Nachgang sich herausstellt, dass die defekt sind oder man hier keine Kabel einziehen kann. Etwas interessanter ist diese Konstruktion hier. Und zwar gibt es hier, zumindest in der unmittelbaren Umgebung, wird es direkt einen Bodentank geben. Aber es wird auch weitere Bodentanks und Brüstungskanäle geben, die dann sich an den Außenwänden eben
befinden werden. Das Problem ist allerdings, dass ich hier seitens des Unternehmens gebeten worden bin, eben mit diesen Konstruktionen von den Außenwänden fernzubleiben, sofern sich das einrichten lässt, weil die hier mit so einer Hebebühne, wie man da hinten sehen kann, eben arbeiten. Diese Hebebühne wird hier platziert, damit man die Außenwand hier hochziehen kann. Und da würde das natürlich sehr störend sich auswirken, wenn man die Hebebühne dort nicht platzieren kann. Und dort, wo es geht, haben wir versucht, es zu vermeiden. Sind halt dann immer gute 2 Meter weggeblieben oder haben das mal ein bisschen geplant, technisch, strategisch durchdacht. Und hier jetzt nur diese wenigen Meter eben bis zum Austritt geführt. Hier würde es dann im Estrich verlaufend Lüftungsrohre geben, Heizungsrohre geben. Und insofern ist das schon ganz gut, wenn man zumindest diesen Teil hier im Beton liegen hat und sich da dann keine Gedanken machen muss, wie man das nachher im Estrich gelöst bekommt. Der wesentliche Teil der Arbeit hat tatsächlich hier oben auf der Betonplatte eben stattgefunden. Das ist unheimlich zeitaufwendig, diese ganzen Leerrohre hier einzuziehen. Man hat die jetzt in 50 Meter Länge, da gibt es auch dann immer wieder ja, keine Knoten, aber halt Verzwirbelungen und so weiter. Und muss halt all das unterhalb dieser ersten Bewehrungsschicht führen, damit jetzt die zweite Bewehrungsschicht, die jetzt hier aufgesetzt wird, das nicht zerquetscht oder so. Das heißt, man muss hier durch diese ganzen Dreiecks- und V-Konstruktionen hindurch und das halt über viele Meter und wie man sieht, viele Male. Und dementsprechend waren wir heute hier echt lange Zeit damit beschäftigt, auch wenn das Resultat dann überschaubar ist. Aber ja, wir sind doch ganz gut vorangekommen, sind jetzt im Wesentlichen fertig, und also mit diesem Abschnitt zumindest. Und dann geht es morgen früh eben noch weiter, uns ist das Material ausgegangen. Das müssen wir dann morgen noch mal kurz besorgen und dann wird es hier weitergehen. Davor zeige ich aber noch mal ganz kurz, wie jetzt die aktuelle Situation im Kellergeschoss selbst aussieht. Das hier ist jetzt der aktuelle Anblick meines späteren Büros. Man kann die zwei relativ großen Fenster sehen, die hier das Licht auch, oder das Kamerabild eben ein bisschen überbelichten. Daher muss ich dann hier herangehen, damit es besser wird. Und zwar gibt es oben eben 2 Zuleitungen für die Steuer- bzw. Stromversorgung des Rollladenmotors. Der Rollladenkasten selbst muss noch eingesetzt werden. Hierfür muss aber die Außenwand nochmal zersägt werden. Und das soll eben in den nächsten Tagen passieren. Und dann muss man hier nur noch diese 2 Leerrohre da einführen. Auch für die Fensterkontakte, die haben wir soweit vorbereitet. Und diese Löcher hier, die Austritte, die in der Schalung eben mit Bauschaum verfüllt. Wir haben das relativ großzügig hier gebohrt und auch verfüllt, einfach damit man nachher ein bisschen Spiel hat, damit hier das sich jetzt eben hier nicht alles mit Beton bis auf den letzten Millimeter füllt, sondern das kann hier ruhig ein bisschen der Beton zurückbleiben, sodass das Leerrohr hier ein bisschen Spiel hat und man einfach ein bisschen hin und her kommt, um wirklich im Fensterrahmen zu landen. Analog dazu auf der anderen Seite. Und auch natürlich bei den weiteren Fenstern hier im Kellergeschoss, also in diesem und im anderen Raum, sieht es ähnlich aus. Es gibt eben für die Fensterkontakte die vorbereiteten Leerrohre und oben dann die Steuer- und Stromverbindung für den Rollladenmotor. Hier ein weiterer Raum im Kellergeschoss. Auch hier gibt es ein Fenster und auch hier gibt es halt 4 Leitungen vorbereitet für die Fensterkontakte sowie die Zuleitungen für den später einzusetzenden Rollokasten. Und zusätzlich befindet sich in diesem Raum ja der Steigschacht für die elektrischen Verbindungen oder die Kabel eben, die ins Obergeschoss und in die Decke des Erdgeschosses gehen werden. Das ist jetzt hier mit diesem Styroporblock schön gefüllt. Und man kann sehen, dass das gut verarbeitet und bündig ist und hier eben den Beton davor abhält, einzudringen oder hier auszulaufen. Man würde das eben nachher dann, entfernt man dieses Styropor und hat dann einen sauberen Schacht, in dem der dann eben sich an der Außenwand entlang zieht und den man dann eben nutzen kann, um hier Kabel einzuführen und nach oben zu führen. Das Interessanteste aus meiner Sicht hier im Kellergeschoss ist jetzt hier der zukünftige Technikraum. Da hatten wir diesen Schacht in die Betondecke gesägt und hier enden jetzt oder fangen alle Leerrohre an. Das sieht jetzt von unten in etwa so aus. Man kann sehen, das ist jetzt schon relativ chaotisch. Das hat schon alles ein System. Die einzelnen Kabel sind auch gelabelt, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Also dieses Leerrohr führt nach einem Bodentank 2 und das ist schon soweit in Ordnung. Aber ja, bei der Menge an Leerrohren kommt hier halt einiges an. Die muss man nachher dann, wenn man hier jetzt, wenn die Betondecke gegossen ist und die Leerrohre wirklich fixiert sind, wird man die auch noch einkürzen müssen. Einfach um hier ein sauberes Bild zu haben und auch sie nachher dann
in die Verteilung zu führen. Der Verteilerkasten wird sich ja an dieser Wand befinden. Und da muss man mal schauen, ob man hier dann ein Kanalsystem an der Decke braucht, um die Kabel rüberzuführen oder ob man das so in den Griff bekommt. Genau, das war's also für heute und für jetzt. Mehr Zeit habe ich jetzt hier leider zum Dokumentieren nicht mehr. Ich will dann nach einem solchen langen Tag auch mal nach Hause kommen. Und ja, ich hoffe, dass man zumindest die wesentlichen Schritte hat nachvollziehen können. Und dann freue ich mich aufs nächste Video und auf die nächsten Abschnitte hier. Bis dann!